hier leider Single wieder aufgeregt. Ich sehe hier lauter kleine Fiederschiffe und wollen wir gleich sehen, das ist so das übliche Bild hier, auch noch Fiederschiff. Also das fällt schon manchmal ein bisschen auf, wenn man schon ein bisschen länger in der Seeschifffahrt unterwegs gewesen ist und sich erinnert, wie das hier früher ausgesehen hat. Also wirklich ein Seeschiff hinter dem anderen und irgendwie hat man das Gefühl, das ist alles vorbei. Das hat sich irgendwie jetzt so gewandelt, dass es nicht gerade positiv hier für unseren Hamburger Hafen aussieht. So, jetzt haben wir hier die MOL Tradition 400 Meter Schiff. 50 Meter breit, über 60 Meter hoch. Die 400 Meter Klasse übrigens, die kann inzwischen über 22.000 Standardcontainer, also 20 Fuß Container transportieren. Das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher angucken. Und ihr könntet ja mal aus Spaß versuchen, nur mal 50 oder 100 Container abzuzählen. Das sind doch noch nicht mal bei 1.000. Und ich erkläre dann gleich mal, wie das möglich ist, dass so ein Seeschiff der 400 Meter Klasse so eine Wahnsinnskapazität an Containern haben kann. Aber erstmal wollten wir ja mal ein bisschen näher ran und mal ein schönes Foto machen.